Ist es da hinten schon, oder? Oh, das ist nicht so groß, oder ist es nur ein Trick, weil es hin und her geht? Weiß man jetzt noch gar nicht. Ja, mal hier. Tasse. So. Bin ich jetzt gespannt, ob das jetzt hier. Oh, nur die krassesten sind. Das nächste Rabe. Das ist ja doof. Okay. Oh, das kann sein, dass die das umdrehen. Mit Hexen? Ach so. Okay, Hexen sind anscheinend nicht so stark. Aber der Hexenrabe, ne? Oder die Hexenrabin? Ah, da ist er. Ah, ne. Ist auch eine Hexe. Noch eine Hexe? Zack. Okay, und der Frostgeist sucht jetzt den Raben. Oder auch nicht. Ist die entkommen? Die ich da nicht umgelegt, ne? Mit zwei Schüssen? Nee. Hier ist auch wieder nix. Naja, nicht, dass das jetzt hier wieder so ein Endboss ist. Das ist ein Rabenboss. Ja, okay, das wäre noch vertretbar, ne? Die sind zwar ordentlich, aber ein Endboss nicht unbesiegbar. Feuerblitz, ja, nehmen wir da einfach mit. Das brauchen wir nicht. Hier ist ein Heiltrank. Starke Heilung, ja. Die Robe. Ich werfe immer noch auf ein Buch. Ich habe ja auch eigentlich die Hoffnung, dass wenn wir Feuersalze mitnehmen, dass uns der Schmied da ordentlich was beibringt fürs Schmieden. Dass wir da noch ein Stück näher rankommen. So, also hier war es. Scheint noch nicht. Nicht, dass jetzt hinter jeder neuen Tür. Hinter jeder neuen Tür. Wieder dieser Rabe wartet. Okay, hier ist anscheinend eine Sackgasse. Dann war das noch mit. Was nenne ich das hier? Irgendwelche Runen oder so? Da ist eine, ne? Das ist eine Rune. Kann man die anschießen und dann gehen die hoch? Und dann gehen die hoch? Hoch? Nee, das geht nicht. Ah ja. Lässt man den Sachen wieder fallen? Nochmal mit X, ja. Okay, also diese Runen waren hier und haben keinen Grund. Nee. Wahrscheinlich nur für den, der irgendwelche Sachen sucht. Zack. Hat er nicht aufgepasst. Und es explodiert. Das hat mich ein bisschen erschreckt, aber das war jetzt auch nicht besonders stark. Na gut. Gehen wir doch hier nach oben weiter. Ah, hier hört man das Wort. Da ist eine Falle, so wie es aussieht. Das ist doch nicht wahr. Jedes Mal wieder dieser Handlanger. Jedes Mal. Und es gibt, glaube ich, auch keine Möglichkeit, das zu deaktivieren, ne? Wenn ich jetzt. Ach, das kommt von der Seite. Ja, wie soll ich denn das verhindern? Ein großer Seelenstein. Okay, jetzt ist er hier. Jetzt latscht er vielleicht nicht da drauf. Er macht's trotzdem. Oh. Aber. Oh oh. Okay, geh bitte weg. Das ist ein bisschen krass, was dieser Hexenrabe da tut. Hier, nimm mal den. In der Zeit, wenn die jetzt alle kämpfen, kann ich ja hier. Ah. Schon deaktiviert, schade. Kann ich nicht mehr knacken. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn wir den.
zaubert sich wieder weg. Wenn wir den Feuergeist genommen hätten. Geh aus dem Weg, Mann. Okay, man sieht ihn noch. Was ist denn das? Nix. So, aber hier sind auch keine, Was wollte ich jetzt sagen, was hier nicht ist? Irgendwas ist hier nicht. Okay. Ist sie jetzt da unten? Wir hätten jetzt gesagt, ich werde euch brennen sehen. Warum? Wo kommt denn diese Hexe hierher? Ja, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Gar nichts. Hier ist bestimmt irgendwo ein Hebel wieder, den ich nicht sehe. Kann ich mich hier draufsetzen? Geht das? Nee. Hier. Moment mal. So. Huch. Aber wo ist der Hexenrabe hin? Mal kurz Licht an für den extra. Ist denn die? Die ist hier irgendwo in so einem Seitengang. Aber wie kommt man da hin? Da ist die ganz am Anfang wieder. Nee, kann ja nicht sein. Das muss doch irgendein Seitengang sein. Da kommt man von hier weiter. Ist so? Nee. Okay, gefunden. Hier ist er. Assassine der dunklen Bruderschaft. So sieht der aus. Oh. Okay, das können wir leider nicht benutzen. Alte Schattenkapuze. 35% höheren Schaden. Das wäre gut. Nehmen wir trotzdem mit. Steigert Giftresistenz. Träger kann sich lautlos bewegen. Ja, das haben wir jetzt auch. Doppelter Schaden bei Schleichangriffen mit Einhandwaffen. Aber auch nicht. Nehmen wir trotzdem mit. Oh, das war ja nicht sehr nett, was wir da gemacht haben. So, das brauchen wir nicht. Zauberbuch Frostbiss. Das können wir lernen. Das brauchen wir nicht. Okay. Nehmt das mal mit, das können wir bestimmt entzaubern. Das wäre dafür wichtig. Aber habe ich nicht eigentlich schon ein Wort gehört? Das habe ich doch. Das habe ich doch gehört. Jetzt mal gleich nochmal zurück. Nicht, dass jetzt irgendwo noch was aufgegangen ist. Ich kann das schon. Okay, dann weg damit. Hm. Das ist ja. Da hört man es doch. Hier durch? Nee. Die kommen aber auch nicht durch. Aber jetzt hauen wir den weg, ne? Nee. Das ist ja verdächtig. Aber hier ist Ende, ja. Hier wird es noch irgendwo weitergehen. Und hier geht's nach draußen, ja. Da, rechts von hier, da irgendwo. Das verstehe ich. Hier ist auch nix. Hier geht's auch nicht weiter. Den suche ich jetzt mal. Oh, ich Depp, das sieht aus, als ob das hier eine Brücke ist, die rübergeht, ne? Gucken wir da mal, ob da irgendwo ein Schalter ist, zufällig. So. Ach, hier. Zack. Jetzt wartet die hier bestimmt. Auf mich. Aber viel... Kann sie jetzt nicht mehr haben. Naja. Naja. Da muss man bestimmt einen Trick machen. Ah ja. Ein Meister. Oh, den knacken wir das jetzt. Jawohl. Oh, es gab kein Level auf dafür. So. Hier ist schon mal nichts, aber wir haben. Dafür gab es so einen Riesensack für 24. Mist, da war eine Falle dran. Sehe ich jetzt erst. Das macht er damit Absicht, ne? Ich stehe im Weg. Oh, nein. Okay. Das war ja komisch, aber wer zieht denn am Hebel? Oh.
und rennt sofort rein. Hexenrabe. Und schon wieder weg. Okay. Die normalen Hexen hauen ja auch so drauf, ey. Was ist denn da los mit denen? Ein Glück halten die nichts aus. Okay, umgelebt. Da sind wir versteckt. Oh ja, hier wird es auch mit Feuer gehen anscheinend, so wie es aussieht. Können wir das mal machen? Bringt das was? Hoch. Ach, die müssen denn da reingehen und sich selber feuern? Ach so. Hoch. Das hätten die bestimmt hoch für mich runtergeschossen? Nee. Wird es automatisch ausgelöst, wenn man sich da reinstellt? Kann ich mir vorstellen. Oder wenn man hier drückt. Flammen, das können wir bestimmt auch schon, ne? Ich mal kurz hier. Zerstörung. Flammen, ja. Okay, dann machen wir nochmal so. Dann gibt's... Oh, hier gibt's eine Tür. Noch eine Meistertür. Was ist denn da los? Jawohl. Und, also, da kann man auf jeden Fall gut skillen bei diesen Meistertüren. Und wir haben ja jetzt noch so viele davon übrig. Von den Dietrichen, dass das gar nicht so schlimm ist. Hier gibt es nur eine Streitaxt drin. Warum schließt man so eine Tür denn ab? Damit ich skillen kann, ne? Komm. Da passiert gar nichts. Nee. Das wäre bestimmt runtergefallen sonst. Hoch. Noch eine Meistertür. Dann skillen wir einfach weiter. Jawohl. Und hier ist bestimmt gar nichts drin. Aber ein Skillpunkt. War da? Oh, jetzt. So. Das ist auf jeden Fall wichtig. Das will ich nicht nochmal machen. Das verbraucht der immer schon ein paar, bis man überhaupt die richtige Stelle hat, wo man denn anfängt zu suchen. Ist das Wort in der Nähe? Hexenrabe, ist der hier? Wäre natürlich gut, wenn wir dem jetzt gleich so einen vergifteten Pfeil noch reindrücken könnten. Ich sehe sie gerade nicht. Nee. Vielleicht hinter der Tür da. Das kann ja sein. Nehmen wir ja, erstmal noch das Wort mit. Gucken. Zeit verlangsamen. Oh. Gucken, was das sein soll. Kannten wir das schon? Zeit verlangsamen? Nee. Schrei die Zeit an. Befiehl ihr zu gehorchen, dann steht die Welt um dich herum still. Das ist ja verrückt. Kann ich denn mich frei bewegen und alle anderen sind erstarrt? Das wäre ja verrückt. Hier ist auch wieder nur verzaubern. Nee. So. Machen wir mal so und dann. Hä? Wo ist denn jetzt aber der Hexenrabe? Ich wollte den doch noch erledigen. Soll ich nochmal runter? Ich gehe jetzt nochmal einmal hier durch und dann gucken wir mal, ob der irgendwo kommt. Hier kommt man gar nicht nach draußen. Ist der bestimmt da oben? Machen wir das. Okay. Er hat sein Schwert gezogen. Ich weiß nicht ganz warum. Ah, da ist er. Der Hexenrabe. Ja. Oh. Boom. Reicht sogar. Ja. Das war ja leicht. Ich krieg gar keinen Abschlusssound. Warum nicht? Hier staubt er. Den brauche ich nicht unbedingt. Du meine Güte. Schau sich das mal einer an. Ja, sieht schon cool aus. Und der will mich schon wieder runterschubsen. Hau ab, Mann. So, gibt's jetzt hier irgendwas Tolles? Oh. Eine Hexe. Haben sie geopfert. Oh, hier sind noch mehr Federn von denen. Noch mehr. Noch mehr. Das. Holderbeeren nehmen wir auch mit. Okay. Hey, gibt's hier nicht. Ich hab's noch nicht abgeschlossen. Warum aber nicht? Ach doch. Ah, okay. Sehr gut. Und nur kein Geräusch für. Darüber kann ich wahrscheinlich nicht. Na, aber hier ist noch eine Kiste. Wunderbar. Okay,
Okay, Feuerresistenz können wir, brauchen wir nicht, denn... belebt einen schwachen Toten? Nee. Nee, nee. Das können wir schon, oder? Ja, pro Sekunde doch, das können wir. Okay, die Truhe war doof, denn... dann haben wir den jetzt gefunden und... der nächste Weg führt uns dann nach Dämmersterne, weil hier ist die Zuflucht, die wir suchen sollen. Für das Quest, was ich jetzt auswählen werde. Da, genau. Ach, da ist mein treues Pferd wieder. Zack. Das müssen wir da irgendwo hinreiten. Was außerhalb der Stadt ist. Oh, da kommt einer angerannt. Okay, der rennt an mir vorbei. Keine Ahnung, warum der hier rumrennt. Mitten in der Nacht. Haben die jetzt eigentlich alle keine Angst, wenn hier so ein komisches schwarzes Pferd mit leuchtenden roten Augen langrennt? Ich finde das voll gruselig. Mitten in der Nacht so, was ist denn? Oh nein. Aber anscheinend sind das alles knallharte Hunde hier. Was macht denn der da? Den spreche ich mal an. Der sieht verdächtig aus, als hätte er einen Quest. Einfach nur, weil er auf dem Boot sitzt. Hallo? Benötigt ihr ein Boot? Nee. Lebt wohl. Okay, also man kann sein Schiff mieten, aber wo fährt denn das denn hin? Nach... oh, nach da bestimmt, ne? Ist da die Insel für eins von den DLCs vielleicht? Mal gucken. Das wollten wir machen, wenn wir die Schwarze Bruderschaft fertig kriegen. So, dann leg mal los hier. So, da ist es. Oh, er sitzt da. Den sollten wir finden. Hier ist noch eine... da ist noch so eine Tür. Ja, Tollkirsche nehmen wir. Er ist ja verdächtig, ne, dass hier vor der Schwarzen Bruderschaft, oder die Dunkle Bruderschaft, dass hier alles voller Tollkirschen ist. So, sprich mit dem. Er wurde verletzt. Ich hätte darauf kommen müssen, dass Astrid euch geschickt hat. Wie habt ihr das erkannt? Ja, dieser kleine Hofner kann gut mit seinem Buttermesser umgehen. Aber ich habe auch gut ausgeteilt. Dort, hinter der Tür, sieht aus wie ein altes Heiligtum. Ich wäre ihm ja gefolgt, aber ich kenne den Code nicht. Aber ich kenne ihn auch nicht, was? Gut. Diesen Satz kenne ich. Ihr habt mich überredet. Ich würde euch sowieso nicht viel nützen. Dieser kleine Gag hat ziemlich tief geschnitten. Aber ich habe ihn schwer erwischt. Wahrscheinlich sogar an einer Arterie. Ich weiß nicht, was dort auf euch wartet, aber ihr könnt wahrscheinlich einfach der Blutspur folgen. Woher kenne ich das Codewort? Tut mir einen Gefallen und tötet diesen kleinen Hofnarren zweimal. Okay. Unschuld, mein Bruder. Hm. Den, bei dem ja eine Dame in zwei Teile zersägt. Hä? Seid ihr glücklich verheiratet? Träume sind Wirklichkeit und die Wirklichkeit ist in Wahrheit ein Traum? Ich mach mal so. Willkommen zu Hause. Okay. Dann machen wir jetzt aber erstmal Schluss und in der nächsten Folge gucken wir mal, ob wir den denn noch kriegen. Also dann bis zum nächsten Mal bei Skyrim.